Hi ho und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute nur mit einer Hand, weil ich gerade Hasenfutter in der anderen habe. Und ja, ich versuche gerade den Hasen davon abzuhalten, meine Mutter zu mobben. Und ja. Gut, heute ist bei mir leider nicht Mittwoch. Er mobbt Mutti weiter. Gut. Heute ist bei mir nicht Mittwoch. Heute ist sogar bei mir, um ehrlich zu sein, der 18. Klingt tricky, ist auch wirklich so. Dieses Video, ich habe am 18. aufgenommen, das darauffolgende auch. Das Video vom Freitag nicht mehr. Das ist dann schon am 19. Voll kompliziert. Ja, sag nicht. Ist das so? Die Übersicht zu behalten, wann, wo, was, ist das echt nicht mehr leicht. Ja, aber auf jeden Fall, heute ist der 18. und ja. Ich habe einen Grund, warum ich dieses Video früher aufnehme. Ich habe einen Grund, warum ich euch diese Geschichte jetzt erzähle. Um ehrlich zu sein, habe ich für alles tausend Gründe, aber am Ende des Tages ist ja egal, weil ich sage euch einfach, worum es mir geht. Ich habe euch doch mal vor einiger Zeit die Geschichte vom Halbjahresgespräch erzählt, die mich so furchtbar belastet hat, sogar noch Jahrzehnte später. Und oh. Entschuldigt, mein Hase sitzt gerade in seinem umgedrehten Häuschen drin. Und die Geschichte, die hat mich ja belastet. Und jetzt habe ich eine Geschichte, die das Potenzial hat, mich auch wieder zu belasten. Und ich dachte, ich erzähle sie euch, bevor sie mich belastet. Weil damals hat es mir geholfen, es zu erzählen. Also, für alle die, die keine Lust darauf haben, seht es als Ostergeschenk an, dass ihr euch meine Geschichte im Nachhinein anhört. Für euch ist ja nach Ostern. Das ist ein bisschen doof, das als Ostergeschenk an. Und dann fällt einem auf, dass es das ist. Ja, gut. Also. Meine Geschichte beginnt, um ehrlich zu sein, können wir die in drei Etappen aufteilen. Und ich erzähle euch jetzt die erste und vielleicht den Anfang von der zweiten und dann, ja. Also, die Geschichte beginnt im Jahr 2016, 2017, um den Dreh rum. Nee, das war erst der letzte Teil. Der iPod war schon früher. Ja, also 16, 17, um den Dreh hat es angefangen. Da habe ich mir einen iPod zugelegt, einen iPod 6 damals. Und ja, dann hatte ich den mit iOS 10. Und den habe ich sehr gern gehabt. Und ja, und irgendwann hatte der aber dann so Probleme mit Bilder drauf tun oder Bilder runterziehen und so Zeug. Und dann habe ich mich gewundert und habe dann halt mich entschieden, ich schicke den iPod zur Reparatur. Wenn man mein Leben nochmal leben könnte, würde ich das nicht machen. Das war vielleicht der Anfang einer sehr langen Geschichte. Ja, auf jeden Fall habe ich den dann eingeschickt. Und als ich den dann eingeschickt hatte, wurde uns gesagt, der sei in Ordnung, das sei alles super und der sei prima. Und zu jenem Zeitpunkt gab es schon iOS 11 zu dem Zeitpunkt. Und das iOS 11 war so ein Betriebssystem, wo ich so viele Fehler hatte noch, wo ich gesagt habe, das will ich auf gar keinen Fall haben. Und vor allem das Schlimme für mich war, alles, was mir wichtig war, so an Apps, alles, was so inhaltlich wichtig war, alles, wofür ich echt viel Geld in den Jahren ausgegeben habe, wäre darauf nicht mehr gegangen. Also war meine logische Gedankengang, nee, ich will das nicht haben. Ja, also kam dann die Antwort, der iPod ist in Ordnung, alles ist super. Und dann wurde er zurückgeschickt. Und dann habe ich den angemacht. Im ersten Moment war alles wie immer, alles super. Ich dachte so, okay, toll, er läuft wieder. Und dann, ich weiß nicht, wie es kam, aber ich habe dann irgendwie so ein plötzlich ein komisches Bauchgefühl gehabt. Dann hab ich mal auf die, bin ich mal in die Einstellungen und habe geguckt, welches Betriebssystem drauf ist. Und dann war da iOS 11 drauf. Ich habe einen Schreikrampf gekriegt. Das kann ich euch. Es war wirklich, es ist keine Übertreibung, keine Metapher. Ich habe einen Schreikrampf gekriegt. Ich bin dann zu meiner Mutter und meinem Vater gelaufen und habe übelst geschimpft, geflucht, gemacht und getan und gesagt, die haben mir dieses bescheuerte Betriebssystem da drauf geklatscht. Was soll ich jetzt machen? Was geht jetzt? Was überhaupt? Also hab ich dann überlegt, okay. Man kann bestimmt nochmal zurück. Also irgendwie muss es doch möglich sein, das wieder rückgängig zu machen. Das kann nicht endgültig gewesen sein. Das kann ja nicht. Das darf nicht, das kann nicht. Das waren so diese Gedanken, die ich hatte. Und dann habe ich Internetseite über Internetseite durchgestöbert. Ich habe wirklich, ich kann euch sagen, ich habe
es über fast einen Monat versucht, diesen iPod wieder zurückzustellen. Aber es war damals ja nicht mehr nur iOS 11, sondern es war halt schon 11 Punkt irgendwas. Und deswegen sind die ganzen 10er-Dinger rausgeschmissen worden und deswegen konnte ich es nicht mehr zurück. Es war nicht mehr möglich. Dann haben wir die Reparaturfirma haben wir angerufen, haben gesagt, was das denn soll und so weiter. Und dann haben wir aber auch irgendwann den Apple Support angerufen. Und das war dann ein ewiges Hin und Her und überhaupt. Und dann wollten die mir dann erklären, dass ich ja einfach ersatzweise Apps nehmen kann, die sind doch bestimmt genauso gut. Und welche denn überhaupt dann mir alle fehlen würden. Und war mein erster Gedanke, wozu Ersatz-Apps, wenn ich für die ich gekauft habe, viel Geld ausgegeben habe. Ich meine, ich habe da ja schon damals mein ganzes Taschengeld fast in diese Apps investiert und jetzt plötzlich funktionieren die nicht mehr. Was ich bis heute eine Frechheit finde, und zwar zum einen von Apple, dass die einfach entscheiden, wir gehen jetzt nur, wir machen, takten die Apps hoch. Zum anderen auch von den Entwicklern, dass die Geld nehmen für Apps, die sie dann nicht mehr weiterentwickelt haben. Und ja, dann war es auf jeden Fall so, dass das dann. Das war ein Riesendrama und ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, wir müssen doch noch irgendwo ein Gerät herkriegen, wo es 10 drauf ist. Irgendwo muss es da doch noch eins geben. Und ja, dann auf jeden Fall war es so, dass dann Apple irgendwann nach gefühlten 10 Jahrzehnten, aber ich glaube, es war nicht so lange, aber es fühlte sich echt ewig an, waren sie dann kulant und haben uns einen Gutschein zukommen lassen. Als Entschädigung für unsere Leid und so. Weil ich bin da wirklich heulend am Telefon gesessen. Ich hatte einen totalen Nervenzusammenbruch, weil für mich war das, mein iPod ist sozusagen für mich wie ein erweitertes Gehirn, Strich, mein Kontakt nach außen. Mit dem schreibe ich meine Nachrichten, mit dem verbringe ich, glaube ich, mehr Zeit als mit meinen Eltern. Also es ist auch so, dass das für mich ist es so, weil er eben im Vergleich weniger Strahlung hat, dass ich auch mein iPod neben das Bett lege. Also das ist so da wo andere ihr Handy überall mitnehmen, nehme ich mein iPod mit. Ja, und auf jeden Fall, der liegt. Nein, lass ihn doch ein bisschen zuhören. Ja, so, das scheint ihm ja. Ja, aber auf jeden Fall war es dann so, dass wir dann einen Gutschein jetzt ist er aufgestanden. Kennt ihr diesen Moment, wenn man es gerade hinkriegt, dass die Kinder liegen und dann irgendeiner ein Geräusch macht und sie aufstehen? Na gut, ich muss jetzt mal ganz kurz meinen Hasen in sein Hasenbett bringen, Strickstrich sein Strall. Und dann erzähle ich euch die Geschichte weiter. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wo ich war, aber auf jeden Fall war es dann so, dass ich ein Ersatzgerät gesucht habe und zwar händeringend und ja. Und dann habe ich dann das ganze Internet durchforstet und alles. Und irgendwann bin ich da zufälligerweise auf eine Internetseite gekommen, wo tatsächlich noch dran gestanden ist, iPods mit iOS 10. Und dann habe ich so gedacht, ja, ich war wirklich so glücklich, dass ich immer nicht wusste, was ist denn das? Oh, Kleber, ich dachte schon. Oh. Dieser Moment, wenn man denkt, da ist jetzt eine fette Spinne, aber es sind in Wirklichkeit nur Klebereste sind. Ja, Mann, ein Spinnenphobiker ist das mal stressend. Oh nee, deswegen, also das Streu kann ich noch von Spinnen unterscheiden. Weißt du was? Nein, lassen wir jetzt. Auch wenn ich mehr Zeit habe heute für das Video, weil ich ein Stromkabel direkt reingestopft habe, aber nein, das lassen wir jetzt. Ja, aber auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann tatsächlich noch einen gefunden habe. Und dass ich dann auch noch ein iPad gefunden habe mit dem Betriebssystem. Und dann war ich eigentlich da diesbezüglich dann okay. Aber wir haben ja von Apple, wie gesagt, einen Gutschein bekommen über 300 Euro, wenn man im Wert von 500 einkauft. Und was man natürlich nicht kaufen konnte, waren iPhone, ein Mac, alles. Eigentlich alle Geräte, nur Zubehör war in Ordnung. Also sind wir durch diese olle Zubehör. Abteilung von Apple gegangen in ihrem Store und ich sag euch, es war ein Albtraum. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie so, mir persönlich ist mir so schwer gefallen, irgendwas Elektronisches zu finden. Und ich habe dann gesucht und gesucht und wir haben echt
Meine Mutter und ich, wir sind da, glaube ich, 3 Stunden gesessen. Ja, doch, waren 3 Stunden echt. Wow. Wo wir dann gesucht haben nach irgendwelchem elektronischen Zeug, was ansatzweise vielleicht noch geht, was diesen Wert dann zusammenbringt, damit wir diesen ollen Coupon haben. Ja. Und dann war es dann auf jeden Fall so, dass wir dann eben, wie gesagt, gesucht haben und so weiter. Und am Ende das Zeug, ohne Witz, es ist jetzt immer noch, es liegt immer noch in ungeöffnet da. Ich habe das Zeug nicht mal angefasst. Ich wollte es überhaupt nicht mehr, wollte damit nichts zu tun haben, gar nichts. Also das Einzige, was ich aus dieser ganzen Auswahl, wir haben da, glaube ich, dann eine Maus, eine Hülle, ein Ladepad und ein Kopfhörer. Und alles, was ich bis jetzt ausgepackt habe, war die Hülle. Weil alles andere war mir persönlich komplett zuwider. Ich weiß auch nicht, ich kriege es nicht hin, das auszupacken. Ich nehme es mir immer vor, so zu jedem Feiertag, jetzt packe ich irgendwas aus und benutze es dann auch. Aber dann denke ich mir da so, nö, muss nicht. Und dann ist es auch so, dass ich dann denke, ja gut, ich könnte es jetzt machen, aber nee. Und dann denke ich mir auch andererseits, es hat Geld gekostet, also nimm es als Vorrat, wenn irgendwas, was dir wichtig ist, mal kaputt geht. Und ja, es ist auf jeden Fall immer noch eingepackt. Und dann, nachdem das dann erledigt war und wir dann endlich das bekommen haben, war ich dann eigentlich auch ganz verträglich, habe mir dann aber vorgenommen, die neuen iPods niemals zu aktualisieren und auch niemals im Leben irgendwie dafür zu sorgen, dass die, mir kann es nicht anders sagen, aber dass die jemals wieder eingeschickt werden müssen. Und ja, und ich sage es, wie es ist, zu dem iPod selbst habe ich inzwischen ein viel weniger inniges Verhältnis. Es ist so, dass ich früher mein iPod überall hin mitgenommen habe, aber immer vorsichtig war. Bei dem ist es jetzt so, dass er mir schon so oft auf den Boden geklatscht ist und ich mir trotzdem gedacht habe, okay. Ja, das war die erste Geschichte. Aber wie das eben so spielt, das Leben, war es leider nicht die letzte. Und die nächste erzähle ich euch dann im nächsten Video. Dieses Video habe ich euch jetzt schon, glaube ich, gefühlte 500 Mal versprochen, euch zu erzählen. Und jetzt dachte ich, wird es Zeit, es mal zu tun. Und ja, habe ich hiermit gemacht. Ja, also gut, das war die erste Geschichte. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal solche Erfahrungen gemacht habt oder ob ihr auch so ein Gerät habt, das für euch ultra wichtig ist. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmeitoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Eine Woche. Oh, für mich ist ja kurz vor Wochenende, entschuldigt, deswegen. Bisschen verpeilt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns dann, also ich sehe euch dann gleich wieder. Ihr seht mich dann am Freitag wieder. Also, bis dann. Ciao.